Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Wir sind gleich soweit, müssen wir sagen. Ich habe gerade eine Flugbahn erstellt, die uns direkt zum Moho führt, relativ nah vorbei. Und die beginnt auch bald der Schub. Wir sehen schon hier, Ausrichtung müssen wir jetzt dann vornehmen. Denn in ein paar Sekunden sollten wir eigentlich das Burnen anfangen. Und ich habe aber die Vermutung, dass wenn wir jetzt schon Burn anfangen, dass wir zu tief unter die Erde kommen. Das ist nicht gerade meine Vermutung, weil wir burnen jetzt quasi nach da unten, aber wir testen das mal. Angeblich, wir werden bei 10 Minuten starten, den Schub. Die Rakete ist ready, wir haben 7000 MS drin, wir brauchen 2000, bedeutet Rückflug sollte hoffentlich drin sein. Wir werden es aber sehen. Da ist der Mann, sagt Hallo Mann. Ja. Wenn man jetzt Alarmglocken mal wieder zu, kann ich die irgendwie... Da gibt es hier keinen Schließbutton, das wäre so toll. Schließbutton direkt am Mod, weißt du schon, das wäre so Luxus. Da. So. Wir warten jetzt bis 10 Minuten. Dann können wir nicht direkt starten. Und... Schub. Der wird größer und der verändert sich nicht. Also schaut eigentlich alles ganz gut aus. Der Schub braucht halt eine Ewigkeit und deswegen würde ich sagen, sobald der Schub rum ist, melde ich mich einfach wieder, weil wir werden jetzt hier 9 Minuten stehen und einen Schub anschauen. Also wenn es irgendwelche Komplikationen gibt oder irgendwas, melde ich mich wieder. So, Freunde, ich bin jetzt zurück. Wir sind schon weit auf dem Flug. Wir öffnen jetzt auch alle Solarpaneele als Sicherheit. Denn wir sind auf einem Intersections Course with Moho. Moho liegt auf dem Ziel. Bloß was leider wahrscheinlich sein wird, dass wir unsere Transportstage dort vor Ort lassen müssen. Denn wir sehen schon, ich habe dezent viel Treibstoff verbraucht. Also sind noch 2000 übrig. Oder fast 3000 und die brauchen wir sicher zum Bremsen. Von daher glaube ich, ist das nicht eine wirklich dauerhafte Transportstage, ohne dass wir das sozusagen zurücklassen müssen. Aber wir sehen schon, vorspulen. Hier ist eine Intersection Stage with Moho und dahin würde ich jetzt mal vorspulen bis hierhin. Das sind 81 Tage. Aber rein theoretisch, warte mal. Man Station 1 hat ein Solarpanel versagt. Oh, das ist jetzt noch nicht das Schlimmste. So. Was ich aber sagen würde, wir haben doch hier auf dem Teil hier oben so schöne Wissenschaftssachen, die wir hier teilweise noch nie laufen haben lassen auf den Bereichen. Oder auch schon, aber ist ja wurscht. Aber solange die gestartet sind, ist doch alles super. Dann lädt es schon mal. So, wir tun hier vorspulen. Das sind noch 54 Tage. Ist nicht mal so weit weg, wenn wir es überlegen. Das ist natürlich mega geil. Oh, was jetzt? Reaction Wheel ist ausgefallen. Expander Ventura Sonde. Sind wir die Expander Ventura Sonde? Ich glaube schon, ne? Ne, wir sind der Nuke Transporter. Was war denn dann? Expander Ventura Sonde mit... Ah, die fliegt im Dünnis rum. Das Ding ist gleich komplett im Arsch. Ah ja, das stimmt, die müssen wir auch noch retten. Da war ja was. Da musste ich auch noch hin. Erstmal die Moho Mission. Erstmal Moho. Und dann treffen wir fast schon wieder auf einen unserer Satelliten, der hier zum Dokumentieren da ist. Aber der wird eh wahrscheinlich eher auf uns relyen, wahrscheinlich am Ende. Ja, der relyt auf uns. Weil wir eine gute Verbindung gerade stehen haben. Wir sehen hier, hier ist eine hohe Dichte an Transportnetzen. So, aber wir kommen unserem Ziel immer näher. Und was ich noch machen würde, gerne mit so ein bisschen Schub, weil ich glaube, wir haben noch einige Zündungen in dieser Stage sogar drin. Wie viel? 15, ja, das reicht für den Anfang. Wenn ich zum Beispiel hier sage, Manöver hinzufügen, so, warte mal, jetzt will ich auf Moho mal zielen. Moho. So. Ich würde gerne die Flugbahn anpassen.
um Moho rum. Wie weit fliegen wir drum? 19.000 und so. 20.000 hört sich eigentlich ganz vernünftig an, vor allem weil das Ding hat gleich keine Atmosphäre, ne? Atmosphärischer Druck von? Nein, gut, perfekt. Dann würde ich das mal als nächstes Ziel setzen, nächste Flugbahn. Damit wir hier auch... Sehen wir schon irgendwie Moho? Ich glaube nicht, ne? Alter, die Sonne hier ist hell. Holla die Waldfee, du. Solange die Reports gut sind, ja, da läuft noch einer. Der braucht aber rein theoretisch noch 30 Tage. Aber er hat immer wahrscheinlich gut Daten gesammelt. Das ist vorteilhaft. Da werden auch nochmal Daten gesammelt. Nochmal 32. Werden die brav schön schon zurückgesendet. Daten. Kann ich irgendwo Daten einsehen? Ja, hier werden Daten gesendet. Gut. Dann müssen wir nochmal vorspulen zu dem einen Punkt, wo wir hinwollen. Zack. Das sind 43 Sekunden Burn. Das ist wenigstens mal ein kurzer Burn. Ich habe jetzt gleich insgesamt 20 Minuten lang geburnt. Stellt euch das mal vor. 20 Minuten habe ich mit dem Scheiß geburnt. Das ist natürlich der Nachteil wiederum an nuklearer Kraft. Wenn wir das Besseres finden oder keine Ahnung, Ionenantriebe in Zukunft. Oh Gott, Ionenantriebe, die bauen ja noch länger. So, 25 Minuten. Wir müssen jetzt erstmal so nah dran wie möglich. Damit wir unseren kleinen Moho-Planeten bekommen. Wo ist denn der eigentlich? Sehe ich den hier schon irgendwo? Der müsste eigentlich irgendwo noch hinter uns sein, wenn ich mich nicht irre. Ne, da ist er. Er ist relativ gerade über uns. Lol. Lololol. Sind 4 Minuten 24 hier. Das passt gut. Spulen wir nach davor. Das passt gleich perfekt. 2, 1, Schub. Dann machen wir jetzt noch Mini-Adjustments sozusagen. Und das sollte gut reichen dann auch. Dann haben wir hoffentlich noch genug Zeug, um Burn zu machen, um zu bremsen komplett. Ansonsten muss ich mir was anderes überlegen, wie wir das Ganze runterbremsen, weil geplant wäre eigentlich, dass die das Stage das komplett macht. Wenn das natürlich nicht funktioniert, ist das problematisch. Was ich auch überlegt habe, ob wir nicht auf der Oberfläche von Minmus eine kleine Base erstellen können. Was natürlich genial wäre. Bedeutet, wir werden vielleicht nochmal ein paar Minmus-Missionen in Zukunft machen, um von dort aus in Zukunft loszufliegen. Was bestimmt gar nicht mal doof ist auf der anderen Seite, weil du natürlich dort weniger Schub überhaupt brauchst. Zack, schauen wir mal, wie es ausschaut. Um Moho rum, wo ist Moho? Ein Periapsis von... Oh Gott. Einmal mal einen Minischub bitte noch, dass wir ein bisschen größeren Periapsis kriegen. Ein bisschen höher, weil 7000er Periapsis... ist zwar schön, da braucht ihr... Ich bin so für 15. Passt perfekt. Dann fliegen wir doch gleich bis zum Einlass. Wo ist dieser kleine Planet? Wo ist er denn? Da oben. Seht ihr ihn? Da oben. Da schwebt er. Oh mein Gott, wir sind da. Leute, wir sind da. So, wir sind da, Leute. Warte mal, stopp. Warte mal, was? Add-Manöver. Nochmal anpassen, Chat. Uff, wir haben eine Geschwindigkeit drauf. Schauen wir mal, dass wir da schön rauskommen. Okay, auf irgendeinem Grund hat das jetzt wieder geändert gehabt, geil.
Moho, wir kommen. Wir fahren wieder die Hälfte an, weil wir brauchen nur die Hälfte wahrscheinlich. Die andere Hälfte ist eh unnötig, so schauen. Sind wir schön beleuchtet, wie viel Prozent kriegen wir hier? 99%, 99%. Gut, so. Dann schauen wir mal, wie viel, oh Gott, wir schießen wahrscheinlich einfach instant vorbei. Ich kann mir das irgendwie gut vorstellen. Null Einfangspeed und alles. Das wäre so verständlich irgendwie so. Vorsichtig vorspulen. Ich will mir den Luxus gönnen, zu gucken. Da ist Moho. Wir waren noch nie so nah an der Sonne und noch nie so nah an Moho. Ah, hier wird auch noch die... Oh Gott, hier wird die Geschwindigkeit auch noch schneller. Üff. So, wir kümmern uns jetzt erstmal darum, dass wir diesen Flug hinkriegen. Wir haben schon mal einige Reports geschafft. So. Brems. Komm schon, du Stage. Du kannst das. Wir sind halt extrem schnell jetzt gerade unterwegs. Das macht's ungut. Ich will wenigstens meine Satelliten abliefern. Da unten ist Moho und wir fliegen mit einem Affenkaracho vorbei. Komm schon. Alter, wie wir vorbeischießen, das ist uncool. Und der bewegt sich einfach nicht. Null. Schau dir das an. Lol, was ist denn jetzt gerade passiert? Ich will bei Moho bleiben. Ich will bei Moho bleiben. Bitte. Lass mich hier. What the fuck? No shit. Alter, no. Guck dir das an. Oh, Mann. Ich muss jetzt gerade sowas von runterbremsen, dass wir irgendwie einen Encounter kriegen. Weil sonst war der ganze Flug umsonst. Wäre mir jetzt wurscht, ob ich die Transporter Stage jetzt gerade verliere. Aber wenn ich jetzt inmitten in Nowhere baller, was soll ich denn dann machen? Dann habe ich zwei Satelliten, einen Lander und einen Satelliten, der irgendwo ist. Das wäre so absolut eine uncoole Sache. Und ich glaube, mit Moho habe ich mir auch nicht das einfachste Bein gestellt. Alter, wann fliege ich raus? In 32 Minuten. Was ist eigentlich, wenn ich mit Alt und... Warte, Alt war der Trick, ne? Das ist zwar eklig, aber ich will jetzt auch nicht, dass wir ewig lang hier rumsitzen. Wir werden jetzt erfahren, ob wir wieder reinkommen oder nicht. Komm schon. Ich hätte jetzt noch einen Eve-Encounter, das wäre funny gewesen. Wir müssen jetzt mit allen Möglichkeiten probieren, irgendwie. Aber jetzt schau her, jetzt, ich glaube, jetzt passiert was langsam. Wie viel haben wir noch? 1000? Oh Gott. Wir haben nur noch 1000. Jetzt müsst ihr dann bitte langsam fangen. Bitte, 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 bitte. Das wäre uncool, wenn ich jetzt wirklich... Bitte, komm schon. Hab Erbarmen. Oh Gott, das hat keiner Bomb, das Zeug. Die Stage ist leer. Und wenn es gut gelaufen ist, hat sie oben auch noch alles leer gefressen. Jetzt nicht, okay. Aber wir werden jetzt ins hier die docken. Nein, ich würde gerne hier abdocken, warte mal. Abdocken. Wir tun entkoppeln. Was war das jetzt? Und aktivieren die vier Sachen hier. RCS aktivieren. Wie viel? Oh, wir haben fast keinen. Nur irgendwas hier in der Umlaufbahn, bitte!
Okay, Moho ist nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Okay, dann. Gib doch wenigstens dem kleinen Satelliten die Möglichkeit. Alter, what? Okay, ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht, dass das so kacke ist. Ja. Wir können jetzt alles hier aktivieren. Der Scan läuft, was ist, was macht denn der gerade für einen Scan? Ja. Was soll ich sagen, wir haben verkackt. Also ich habe verkackt. Ich hätte das ganz anders angehen sollen und vor allem mal gucken, mich interessiert das gerade. Wir haben jetzt alles hier verloren, was hier rumgeflogen ist. Gibt es hier irgendwo Infos, Fluchtgeschwindigkeit ist 1000... Wir haben doch sogar weniger. Wir haben 900 Meter pro Sekunde, hä? Warum? Ja, toll, Moho, du bist ein Arschloch, weißt du das? Aber wir werden zu Moho nicht aufgeben, das könnt ihr mir, das verspreche ich euch. Wir müssen bloß eine andere Taktik in Zukunft anwenden, weil wir stehen jetzt ohne irgendwas da. Satelliten sind zwar deployed und alles, aber der Plan war eigentlich anders. Aber ja, was sollen wir machen, würde ich sagen. Es sieht jetzt so aus, dass wir einfach schon wieder hier komplett raus sind. Hier ist eine Sonne unterwegs, hier ist die Kalypso, da ist die Drohne unterwegs. Wir sind gearscht, wie man so schön sagen kann. Und der Nuke Transporter ist auch im Arsch. Toll. Also es hat alles nicht funktioniert. Es war eine totale Katastrophe heute. Wir haben zwar dafür unseren kleinen Freund hier den Planeten gesehen. Wir haben ihn mal in echt betrachten dürfen, aber leider ohne irgendeinen Erfolg. Daher, Leute, würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.